بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Eine Frage, die gestellt wird jetzt gerade im Ramadan, ist die Frage, ob das Erbrechen das Fasten zunichte macht. Das heißt, wenn man bricht, ob das das Fasten zunichte macht. Und die beste Antwort ist immer, wenn wir die Antwort von Koran und Sunna geben. Da finden wir beispielsweise in Tirmidhi Hadith Nummer 720, in Abu Dawud Hadith Nummer 2380, in Ibn Majah Hadith Nummer 1676, ja, und im Ahmed in seinem Musnad Band 2 Seite 498 und in Dharakutni in seinem Sunan Band 2 Seite 184 finden wir da, dass der Prophet a.s. gesagt hat: Man dara al-qay fa la qada alay, wa man istaqa'a fa alay al-qada. Das heißt also, wer unabsichtlich bricht, also wen das Erbrechen überwältigt, der muss den Tag nicht nachholen. Aber wer absichtlich bricht, das heißt, jemand steckt sich beispielsweise den Finger in den Hals, ja, um zu brechen, der muss diesen Tag nachholen. Das ist der Hadith, der hier überliefert wird, der authentisch ist. Ich habe die Nummern genannt. Und weil es immer wieder Fragen gibt, überhaupt zu den Muftirat, das heißt die Dinge, die das Fasten ungültig machen, möchte ich erstmal ein paar Grundregeln aufstellen, weil es gibt hier viele Meinungsverschiedenheiten in bestimmten Bereichen. Es gibt einen Vers, der sozusagen die Grundlage ist. Das ist der Vers in Sure 2, Vers 187. Wenn ihr euch den Vers selber anschaut, werden dort drei Muftirat genannt. Das heißt Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr. Das sind die drei Muftirat, die genannt werden. Der Imam Abu Alauddin Al-Qassani von Hanafi Method, der hat damals eine Regel aufgestellt, ja, dass alle Dinge, die in ihrem Ergebnis oder in ihrer Handlungsweise dieser Sache, diesen drei Muftirat, diesen drei Dingen, die das Fasten brechen, entsprechen, auch Dinge sind, die das Fasten brechen. Ja, das heißt, wenn ihr auf irgendeine Sache stoßt, die diesen drei Dingen entspricht, ja, Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr, entweder im Ergebnis oder in der Handlungsweise selber, dann sind das Dinge, die das Fasten brechen. Wenn wir zum Beispiel heute kommen zu einer Injektion, beziehungsweise dass jemand ins Krankenhaus geht, der wird künstlich ernährt. Der kriegt zum Beispiel künstliche Nahrung über die Nase oder der kriegt Glucose über eine Arterie, über eine Infusion. Ja, dann sieht man, das ist das Ergebnis, das ist zwar nicht dieselbe Handlung wie beim Essen, also man isst nicht, aber dasselbe, was beim Essen passiert, passiert da auch, nämlich, dass man ernährt wird, ja, beispielsweise. Dann, und alle diese Dinge gehen zurück, dann eine andere Grundregel. Der Prophet, a.s. sagt, in einem authentischen Hadith, Inna Allah tajawwaza li an ummati al-khata wa-nisyan wa-mastukru alayhi. Allah hat meiner Umma vergeben, was sie macht. Für mich meiner Umma vergeben, was sie macht aus unbeabsichtigten Fehler, Vergesslichkeit und wozu sie gezwungen waren. Das heißt, wenn jemand gezwungen wurde, hier ess oder wir töten dich, ja, oder wir foltern dich oder was auch immer, das passiert zum Beispiel in China, habe ich gehört, dass es dort zum Beispiel Gebiete gibt, wo die Regierung von China die Leute dazu zwingt zu essen. Die werden auf die Probe gestellt. Bist du am Fasten oder bist du nicht am Fasten? So. Wenn der dann, um dieser Folterung aus dem Weg zu gehen, ein Stück isst, ja, kann er danach weiter fasten, sein Fasten ist gültig. Wenn einer aus Vergesslichkeit isst, der Prophet a.s. sagt, und der Hadith wird authentisch überliefert, Man nasya wa saimun fa akala wa shariba فَيُتِمُّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. Wer vergisst, während er fastet, und er isst oder trinkt, also er isst und trinkt und hat vergessen, der soll sein Fasten weiterführen, denn Allah hat ihn getränkt und hat ihn gespeist. Ja? So, das sind die Grundregeln hierzu und dazu auch im Koran, Sure 2, Vers 286, wo Allah sagt,
Rabbana, also eine Dua, die wir sagen sollen, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. O Allah, o unser Herr, vergib uns, verstraf uns nicht, wenn wir vergessen haben oder unbeabsichtigte Fehler gemacht haben. Das zu diesem Grundprinzip, deswegen merkt euch immer, ja, wenn ihr auf irgendeine Sache stoßt, weil es gibt hunderten Sachen, die heutzutage modern sind, Magensonde, beispielsweise Asthma-Spray etc. Bricht das das Fasten, bricht das nicht das Fasten? Wir gehen zurück zu diesem Vers, Sure 2, Vers 187. Ähnelt das oder gleicht das dem Essen, Trinken oder Geschlechtsverkehr im Ergebnis oder in der Handlung? Zum Beispiel Masturbation. Masturbation ist etwas, was die Shahwa, die Gelüste auslöst, beziehungsweise zum, ihr wisst schon, was führt. Und von daher ist es etwas, was auch das Fasten bricht. Und das nach der Mehrheit der Gelehrten. Und ihr müsst wissen, dass in diesen Sachen, dass es viele Meinungsverschiedenheiten gibt. Viele Meinungsverschiedenheiten gibt, weil die einen den Kriyas etwas stärker anbieten, anwenden, auf diese drei Dinge zurückführen. Und andere etwas vorsichtiger, oder was heißt vorsichtiger damit sind, am Text bleiben. Die sagen dann zum Beispiel, das ist kein Essen, das ist kein Trinken. Zum Beispiel die Magensonde. Ich verfolge die Meinung, dass die Magensonde das Fasten bricht. Man schluckt etwas runter und es bleiben auch meistens teilweise bestimmte Stoffe im Körper, im Magen drin. Und man schluckt es über den Hals rein. Ja? Aber es gibt Gelehrte, die sagen, das ist kein Essen. So. Aber ich folge der Meinung, dass die Magensonde beispielsweise das Fasten bricht. Ja? Oder viele andere sagen, zum Beispiel Sheikh Al-Albani sagt zum Beispiel, dass die Masturbation das Fasten nicht bricht. Dass das eine Sünde ist, und das ist auch eine wichtige Sache. Eine Sünde ist nicht etwas, was automatisch das Fasten bricht, sondern den Lohn des Fastens schmälert. Das ist sehr, sehr wichtig. Der Lohn des Fastens geht herab, aber das heißt nicht, dass man den Tag nachfasten muss. Zum Beispiel lästern ist haram. Muss ich den Tag wiederholen vom Fasten? Nein, aber der Lohn des Fastens geht verloren oder wird gemindert. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.